Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Paper Mario The Origami King. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dem neuen Part und dritten Part hier heute am Release-Tag. Ich habe es ja versprochen, ein dritter Part kommt noch und so soll es auch sein. Ja, was ist heute soweit passiert? In dem zweiten Part fassen wir nur ein bisschen zusammen. Eigentlich nicht viel, denn das war ein relativ kurzer Part. Das, was passiert ist, war, dass wir erfolgreich den ersten Kampf hatten. Und danach ist das Schloss davon geflogen, sag ich mal. Es hat es in Regenbogenfarben eingewälzt. Diese Farben vom Regenbogen, die kennt ihr ja vielleicht von diesem LBTQ Plus Banner. Also die Regenbogenfarbe, wisst ihr, was ich meine? Also das sind Farben, mit denen hat es das umschleiert. Dann ist das Schloss weggeflogen und wir sind runtergefallen, in einen Baum gefallen. Das klingt so verrückt, dass, wenn wir es nicht erlebt hätten, könnte man denken, es wäre nicht wahr, aber es war, es ist halt Paper Mario. Ja, wir stecken jetzt hier in den Baum fest und drücken einfach mal A. Und nochmal. Nochmal. Und spammen A. Sodass wir irgendwann rauskommen mit Konfetti. Yay, ist das nicht schön? Die Frage ist, wo sind wir denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke mal, das ist eine Sache, die wir rausfinden werden. Robbt es einfach mal. Flister Forest. Okay, das ist ein richtig schön englisches Wort. Flüster Forest. Wenn nicht so ein Flüsterwald. Oder Whisper Forest. Aber Flüster Forest. Ah, okay. So, hier ist mal wieder so ein Handdings. Das heißt. Aber was ist denn hier los? Olivia ist gerade nicht bei dir. Daher kannst du die Faltarmer nicht verwenden. Was hat denn jetzt Olivia mit dem Faltarm zu tun? Wie ist es hier ein Faltarm-Spot? Und wo ist Olivia überhaupt? Muss ich das jetzt verstehen? Wir hatten die vorher, ja, hä? Okay, ich muss auch nicht alle verstehen, aber diese Dinger will das Spielzeimer nicht, dass wir sie an der Stelle benutzen. Verboten ist wahr? Aber okay, die Frage ist, was machen wir dann? Nee, geht nicht, okay. Einfach mal durch eine schöne Gegend. Also Paper Mario ist ein Spiel, was man relativ viel erkunden und Schlüssel finden. Das ist eine Sache, da ist überhaupt nicht gut drin, weil ich nie weiß, wo irgendwas ist. Also ich denke mal, es wird nicht lange dauern, bis es mega lost bei mir irgendwas Let's Plays Alter muss dazu oder so. Das Predict ist jetzt immer hart, es wird passieren. Ach, wir haben auch noch unseren Hammer hier, richtig. Ah, im Items haben. Könnten wir die hier benutzen. Ach, das ist die Item-Taste, hä? Ach, das war die Hammer-Taste. Okay, wir hören einfach mal überall in der Gegend rum. Yeah, man, Konfetti! Wuhu! It's a party, Konfetti time! Okay, da geht's leider nicht weiter. Das ist ja verwirrend, ist das hier. Hier kommt noch mehr Konfetti, ist das schön. Ich mag Bäume, wo Konfetti runterkommt. Zumindest ist der Relief auch so. Das ist einfach ein Baum, wo richtig schön Konfetti runterfällt. Das wär's erst. Hm, Konfetti ist zwar sehr schön, aber wird gerne wissen, wo wir hin müssen. Also ich predikte mal, dass wir irgendwie so nach links müssen, weil da ist ein Fragezeichen. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Ah, es ist Open World mäßig. Also es ist nicht nur 2D, sondern also man kann nicht nur von links nach rechts. Macht ja auch Sinn beim Spiel heutzutage. Aber pass auf. Falls du nicht schweben kannst, so wie ich, solltest du da vorne vorsichtig sein, Mario. Ja, ich sag, die wäre weg. Wieso redet die jetzt mit mir? Muss ich das verstehen? Siehst du das große Loch dort im Boden? Pass lieber auf, dass du da nicht reinfällst. Der macht Sinn, ne? Vielleicht kann man es ja irgendwie reparieren. Aber wie? Leerer Schnipselbeutel. Da kommt er wie gerufen. Hast du diese bunten Papierfetzen gesehen, die du aus den Baum gerissen sind? Die aus dem Baum gerissen sind, als du runtergefallen bist. Das sind Schnipsel. Ein Wort, das ich hasse, weil es ist vermutlich. Ich hasse das Wort Schnipsel. Das hat so viel S drin, da kommt man lispeln richtig schön raus. Schnipseln. Schnips. Ihr werdet euch etwas alles totlachen, wenn ich das Wort Schnipseln sage. Darum sollte es aufhören, das Wort Schnipseln zu sagen. Aber wenn ich noch das Wort Schnipseln sage, dann Schnipseln ist richtig, weil es. Wisst ihr, wenn man. Das ist. Ja. Ich sag nichts mehr dazu. Also, hier besteht, alles hier besteht aus Papier. Also, natürlich ist auch jeder.
Schnipsel ein kleiner Teil uns zerraffelt. Und deshalb dachte ich, wenn du genügend Schnipsel sammelst und sie über den Loch verteilst, könnte man so das Problem beheben. Siehst du das kleine Symbol, das gerade funkelt? Es zeigt dir, wie oft soll das Wort noch vorkommen? Schnipsel, du gerade besitzt. Probier mal mit einem Hammer und Blumen, Grasbüssel und Bäume ein paar Schnipsel loszuklopfen. Und wenn du damit fertig bist, müsstest du mich nochmal retten, okay? Ah, okay. Ja, das haben wir ja gerade so richtig probiert. Das Ding tut ja Magnetes hier anziehen. Mario, ich glaube, jetzt hast du genügend Schnipsel gesammelt. Das ging auch so schnell, ne? Kann man nicht beschweren. Dann gehen wir noch mal wieder zurück zum schönen Loch. Gut, und jetzt solltest du das Rest nah an dieses haurige Loch stellen. Und wenn du bereit bist, drückst du ZR, um Schnipsel drüber zu kippen. Yeah, ZR. Ha, ZR. Okay, ich hab gesagt, dass es ZR ist. Soundeffekte sind keine Pflicht, aber äußerst empfehlen wird. Ah. Oh. Yeah. Okay, die waren eher gruselig, die Soundeffekte, aber ja. Jetzt haben wir es geschafft und werden auch noch Reis dabei. Das ist doch eine sehr schöne Mission. Geld, Geld, Geld. Oh nein, ich hoffe, dass du mir nicht nur mit diesem Moment in Erinnerung behältst, Mario. Könntest du mir vielleicht von meinem Kopf her rauszusehen? Ja, komm, wir sehen. Und track. Und zack. Und nochmal. Ist das Ding schwer? Ja, komm. Halleluja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, also unglaublich. Puh, das fühlt sich aber schon viel, viel besser an. Jetzt seht ihr auch mein hässliches Gesicht mehr, wenn ich ein bisschen weiter oben ist. Ne? Gut, also, wo sind wir hier? Hier ist niemand, den wir nach dem Weg fragen könnten. Das könnte ein Problem sein. Aber wir können die Gegend hier einfach etwas erkunden. Ich weiß nicht, ob ich dir eine große Hilfe bin, aber wenn du X drückst, können wir das halt plaudern. Jetzt dürften wir unsere krassen Ärmel wieder haben, oder? Aber ach, Mist, ich wollte nicht mit dir reden, ich würde die Ärmel raushauen. Es ist ruhig hier, vielleicht so ruhig, vielleicht sollten wir einen Weg hier rausfinden. Ja, das macht Sinn, Sherlock. Aber eigentlich wolltest du was zu dem. Kommen wir denn da überhaupt zurück zu der Stelle, wo das war? Hä, hey, stopp mal, war doch irgendwo das Teil zum Hochspringen, oder alles? Bin ich jetzt mega lost. Da hier war das, ne? Oh, hier haben wir auch so einen von Faltkreisen. Ach, das bedeutet, dass bei Bruder so ganz nach Belieben und diese Welt herumbastelt. Das sind ganz schlechte Neuigkeiten. Sagen wir doch mal. Sagen wir wieder. Ich komme auf die Steuerung, ist klar. Also ich komme da erst unangenehm nicht drauf klar. Für die Bewegungssteuerung. Ich würde doch ein bisschen Übung brauchen, bis ich die Karte genau fast. Aber siehe da, jetzt haben wir noch so einen Weg herausgefunden. Das ist doch mal sehr angenehm. Hier ist auch so ein Fragesassenblock. Da gibt es einen Pilz. Yay, Item Pilz. Ein praktischer Pilz, der Marios KP jederzeit füllen kann. Huch, Mario, das ist ja ein Item. Von sowas habe ich mal gehört. Wer nicht. Items sind super nützlich. Super nützliche Hilfen für Abenteuer. Du kannst dir alle Items ansehen, die du gesammelt hast, wenn du mit Plus in das Menü aufrufst. Drückst du dagegen Y, dann kannst du sofort Items auswählen und einsetzen. Das ist super praktisch. Okay, das merken wir uns nochmal. Gibt es jetzt noch irgendwas hier hinten? Ja, hier geht sogar weiter. Perfekt. Ich habe keine Ahnung, ob wir richtig gehen, obwohl wir sind. Aber was sie immer machen, ist mit Hammer irgendwo gegenschlagen. Und die Dinger haben es nämlich durchaus immer die Einsame, dass es immer mal wieder eine Brücke geben könnte. Oder irgendwas, wo wir irgendwas bauen müssen. Deshalb immer Zeug zusammenschlagen. Dann machst du auch immer. Einfach alles zusammenschlagen, was einem in die Quere kommt. Aus der Waage ist der Effekt davon. Dagegen zu schlagen, da kommt kein Pferd hier runter. Das ist eine coole Sache. Die gefällt mir. Nice, also bis jetzt. Ich habe natürlich noch nicht lange gespielt, aber bis jetzt fällt mir das. Toll, so eine schöne Aussicht. Ach, die könnte ich mir den ganzen Tag lang ansehen. Allein da oben auf dem Berg.
Da, warte mal, was ist das denn? Da ist doch die Außenanlage von Pilzpalast, oder? Ich hab gesehen, wie sich der Luft... Wie sich... Bläh! Mein Deutsch hört mal wieder. Wie sich die Luftschlangen meines Bruders um den Palast herum geschlungen haben. Und ihn in die Luft gehoben haben. Und dann war er weg. Ja, das klingt nicht sehr gut. Moment, da ist er. Siehst du es? Ganz, ganz oben auf diesem weit entfernten Berg. Und da sind immer noch die ganzen Luftschlangen drumherum gewickelt. Mein Bruder muss immer noch da drin sein, zusammen mit Prinzessin Peach. Er macht bestimmt so ein böse Blär. Ich werde dich aufhalten, Bruder. Als deine Schwester ist dies meine Pflicht. Oh, wo wir gerade von Brüdern sprechen. Ich habe eine grüne Mütze in das Loch fallen sehen, wo der Palast war. Es tut mir so leid. Diese Mütze stand deiner Mütze sehr nah, oder? Ich wusste doch, dass ich Rest hatte mit der Mütze. Das ist jetzt nun wirklich ein großes Problem. Wir sollten schnell dahin zurück, wo sie hingefallen ist, und nachsehen, wie die Lage ist. Oh, und wir sollten auch nach deinem Bruder schauen, wenn wir schon da sind. Ich hoffe, es geht ihm auch gut. Die Mütze gehört doch zum Bruder. Okay. Die Frage ist, wie kommen wir zurück? Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Aber hier ist ein Speiserpunkt. Den sollten wir nutzen. Ich finde es immer gut, dass hier überall so Speiserpunkte sind. Wenn man da so draufhaut, wird das solche Speiser. Das finde ich sehr, sehr gut. Weil so kann man doch immer mal wieder einfach speisern. Was nur aus der praktischen Sache ist. So, aber der Part ist noch nicht so lang, deshalb... Ja, es lohnt es halt jetzt noch nicht, das Part zu beenden. Aber so ein Speiserpunkt ist das vielleicht gar nicht mal so eine dumme Geschichte. Also man kann immer das zurückkehren und speisern. Schauen wir einfach mal, was uns hier noch erwartet. Da ist wer. Einer mit Schnurrbart. Oh, hier gibt es dann Dorn. Also das wird... Ah, fuck. Pretty strange da hinten, also. Tun uns mal vorsichtig hier durchwagen. Alter, diese Kindergeräusche. Da wird man ja paranoid. Bloß nicht ins Loch fallen, danke. Okay, also da kommt ein bisschen was auf uns zu, ey. Da ist bestimmt irgendwas im Loch. Yay! Den Laub sind auch solche Teile. Das ist gut zu wissen. Also ich erkundige prinzipiell gerne meine Gegend, in der es ein bisschen aufhalten muss. Deshalb dauert das alles vielleicht ein bisschen länger. Und hier mal was zu reparieren. Einfach, weil es Spaß macht. Die Taste war's. Na, jetzt reparieren wir nochmal Zeugs in der Gegend. Weil das ist bestimmt ganz sinnvoll. Da hinten gab es auch noch was zu reparieren. Dann reparieren wir erstmal die Wege, weil die werden wir nachher definitiv brauchen. Perfekt. So, jetzt müssen wir wieder auch ein bisschen hier nachhauen, damit wir wieder... Oh, was ist denn das? Das ist gleich ganz ein Sack von. Aber den werden wir hier bestimmt auch brauchen. Dann hier werden wir einiger brauchen, um dieses Teil hier voll zu bekommen. Da kommen wir das gefühlt durchspammen. Fuck. Oder kann es sein, dass das letzte einfach gar nicht mit Blättern geht? Ja, brr. Haben wir ja sehr gut gemacht. Haben jetzt nur wieder KP verloren bei der Aktion. Ey, ich bin mal wieder so ein intelligentes Individuum. Muss immer noch mal das, was hier ein Fragezeichenblock für bestimmt interessante Items gibt, die bestimmt weiterhelfen. Money! Money ist auch always good. Also Geld zahlt nie. Fuck! Ich halte doch immer Abstand. Aber nein, der Solcon driftet so eine scheiß Rüstung.
dass es einfach an unnötigsten Stellen als reinlaufen. Das triggert mich so hart, ne? Das triggert mich jetzt so hart gerade, dieser ganze Scheiß. Alter, diese ganzen Hater-Kommentare da, ne? Paranoid, das muss raus. Ich muss da raus, der Paranoid, ohne Scheiß. Das ist mal feierlich, was hier abgeht. Naja, also prinzipiell wurde uns da gesagt, wir müssen zurück Richtung Castle. Und ich glaube, irgendwie könnte man irgendwo hier auch die Map sehen. Wir sehen nicht viel. Kann man die Map irgendwie auch größer sehen? Nein. Was ist denn das eigentlich? Info. Ausrüstung, Stiefel, Hammer. Gibt es noch mehr Zeugs, die man ausrüsten kann? Zubehör wird es geben. Items ist klar. Wir brauchen mal stark. Das passt eigentlich alles. Wir brauchen mal nichts. So rum sieht man dann auch nichts. Ja, dann geht's eigentlich schon zurück Richtung Schloss. Aber was es beim Schloss geben wird, das werden wir erst im nächsten Part sehen. Ich bedanke mich soweit fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ein Zahl!